Teil. Oh. Herzlich willkommen. Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld. Boah, ich hab Kehschwein angerufen und jetzt... Unser telefoniert dann. Der telefoniert gerade bestimmt die ganze Zeit mit der Schnitzel online und fragt ihn, ob das wirklich stimmt. Bitte sagen, so schnell wie möglich. Die wissen, dass du das schon bist, deshalb nehmen sie gar nicht erst ab. Guten Abend, mein Name ist Annette Glitz. Guten Abend, hier Bellmann. Folgendes Problem. Ihr Kollege wollte mir vorhin eine DHL-Nummer geben und bevor ich die einspeichern konnte, hat er aufgelegt und dann habe ich die Nummer nicht mehr. Nun musste ich nochmal 20 Minuten in der Warte-Hotline warten. Was wollte der Ihnen denn für eine Nummer geben, bitte? Eine Telefonnummer oder was? Ja, eine Telefonnummer von so einer, von einer DHL-Hotline, wo er gesagt hat, dass die für ab 200 Euro Schnitzel liefern würden. Ach, Sie meinen den Special Service? Ja, genau. Oh, gut. Also, wie können Sie dazu, was ist denn da Ihr Anliegen mit dem Special Service? Ja, wie gesagt. Sie könnten jetzt eine Sendung da beantragen, dass sie für ab 200 Euro abgeholt wird, ja? Ja, wollten wir die Telefonnummer von den Leuten da geben. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Was wollten Sie denn von dem Special Service? Wollten, waren Sie damit einverstanden, dass Sie ab 200 Euro bezahlen, um dann eine Sendung verschicken zu lassen? Ich wollte mich erstmal näher informieren, wie sich das verhält. Okay. Dann gebe ich Ihnen die Sendung, die Telefonnummer gerne. 01805. Moment. 1805. 808. 808. 58. 58. 00. 00. Sie sind rund um die Uhr erreichbar, ja? Wunderbar. Da danke ich Ihnen recht herzlich. Gerne. Mein Schnitzel bedankt sich. Tschüssi. Ja, wiederhören. Tschüssi. Nummer 1. Mein Schnitzel bedankt sich, ey, du Schuh. Alter. Mein Schnitzel bedankt sich. Die hat schon angefangen zu lachen. Vor allen Dingen, ne? Vor allen Dingen sag ich so, in welchen, wissen wir, wie es Wort zumindest hat sie ja so gefragt, was wollt ihr denn für eine Nummer geben, ne? Und ich sag so, ja, weil ich Schnitzel verschicken wollte. Und dann sagt sie, ach so, vom Special Service. Ah, ich fand's so lustig. 8 9805 808 5800. Ich hab die unten oben nochmal hingeschrieben, ganz oft. Aber die kann man gar nicht übersehen. Ja, danke. Nicht dran. Ja, guten Tag, hier Bellmann. Bin ich jetzt beim Special Service von DHL? Ja, das ist richtig. Okay, meine Frage. Kann ich mit Ihnen Schnitzel ausliefern lassen? Was können Sie bitte? Kann ich mit Ihnen Schnitzel ausliefern lassen? Schnitzel? Schnitzel. Von Sachsen, also bei Chemnitz da, nach Dortmund. Nach Dortmund? Also grundsätzlich, wir sind zwar kein Lebensmitteltransporteur, da gibt es genug von in Deutschland. Natürlich können wir das machen. Ja, es gibt dann halt eine Kurier-Sonderfahrt. Wie schnell wären Sie denn da in Dortmund von hier? Oder besser gesagt, wie schnell wären Sie hier? Das kommt drauf an, müsste ich mir mal gleich anschauen. Bleiben Sie mal ganz kurz dran, ja? Jo, danke schön. Wunderbar, mein Lieber. Ja? Dann sagen Sie mir doch zunächst mal eine Postleitzahl, wo das abgeholt werden würde. Ja? 09599? Freiberg? Freiberg, genau. Nach Dortmund, hätten Sie da auch eine?
Eine Postleitzahl? Ja. Moment mal kurz, muss ich mal... Wenn nicht, ist nicht so tragisch. Ja, dann nehmen wir keine Postleitzahl. Ne, dann schreibe ich nur Dortmund rein und nehme Dortmund Mitte. Ja, genau. Die Mitte, die Kolte. Dortmund Mitte gibt sich dann nichts. Achso, ich muss hier das Feld noch mit... Sie sind der Herr? Herr Harald. Also Harald? Harald als Vorname. Aha. Bugand. Ist buchstabier oder ja oder so. Gut. So, wie viel, ist das verpackt in einem Karton, einem Paket? Es ist ein Beutel. Ein Beutel? Genau. Gekühlt? Nein. Nicht gekühlt. Wie schwer? Wie schwer? 300 Gramm. Ich würde sagen so 100 Gramm oder so, also mehr wird es auf keinen Fall sein. 100 Gramm? Ja. Eins, genau. Oder am besten wir nehmen gleich zwei, mit je 100 Gramm. Und da müsste eins aber dann noch nach Erfurt. Eins nach Erfurt? Also nur rein, nur bei Dortmund? Nur bei Dortmund sind sie bei 525 Euro. Ja, aber mich interessiert ja die Zeit, die sie brauchen. Die Zeit? Die Zeit, genau. Freiberg, Dortmund müssen sie rechnen 6 bis 7 Stunden. Kühlung muss vorhanden sein. Wird transportiert, nicht gekühlt. Haben Sie in den Transporten eine Heizung? Eine Heizung? Eine Heizung haben wir, aber ist die Kühlung wäre wichtiger bei dem Wetter. Das, aber ich meine, wenn das dann 7 Stunden unterwegs ist, dann ja. Muss das ja nicht gekühlt werden. Das muss ja beheizt werden, damit das warm ankommt. Warm bleibt. Wir haben Langeweile, kann das sein? Es kann sein. Ja, es kann sein. Wissen Sie, früher war die Nummer mal kostenfrei. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie auch zu viel Geld. Ja, nee, das kann sein, dass man so eine Flight mit dazu gebucht hat. Ja, wenn sie so viel Langeweile haben, ich meine, die Tankstellen haben wir auf, warum holen sie sich da noch nicht was zu trinken oder sowas? Ja, das ist doch viel besser. Ja, aber wir haben ja keine Tankstelle in der Nähe. Den Leuten hier auf die Klüsen zu gehen, ja, die hier versuchen irgendwo zu arbeiten. Ja, bei der Tankstelle haben die leider keine Schnitzel, keine Warmen. Sind sie sicher, wo haben sie welche? Da haben sie aber echt, da wohnen sie aber echt am Arsch der Welt. Ja, das stimmt leider. Also ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier, dann kann ich ein bisschen was weiterarbeiten, weil ich koste hier einen Arsch voll Geld. Ja. Und, ne? Okay, schönen Morgen noch, ne? Ja, danke Ihnen auch und gute Feier noch, was immer Sie jetzt auch tun. Ja, okay, danke schön. Bis dann, tschüss. Gut, ey, gut. Lol. Das muss aber gefärbt werden. Habt ihr da alle durchgelaufen? Ich glaube, ich stelle es auf YouTube. Ach Kalli, wie sehr hast du doch alle doof genommen. Aber meine Lache ist mit drin. Ich weiß es nicht, aber ich muss mich Urubis dann beherrschen, als ich den Spruch wieder heißen gebracht habe. Er fragt nach Kühlung und ich so, haben die eine Heizung? So, wo habe ich denn jetzt das gespeichert oder wo speichert es denn das hin? Mal gucken. Stelle ich mal gleich auf YouTube.